Das Strahlen ist so groß, ich frage mich, wann setzen bei Ihnen denn die Nerven ein? Wann wird es brenzlig? Oh, das weiß ich nicht, aber das ist, sagen wir mal so, die letzten 5-6 Stunden vor dem Spiel, wenn man allein im Zimmer ist, sie sind auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Also dann ist es halt schon gerne, dass du genau das Richtige sagst. Denkst du natürlich auch drüber nach, wir haben jetzt auch alles gemacht, wobei ich weiß, wir haben alles gemacht. Das ist jetzt schon so, aber die Anspannung wird dann schon irgendwann kommen. Also nervös war ich, ehrlich gesagt, bis jetzt noch nicht, aber angespannt, ja, schon. Gibt es so ein Talisman oder so ein Ritual, bevor Sie ins Stadion gehen? Nee, für mich nicht. Vielleicht wegen meinem unfassbar tollen Finalrekord, wenn irgendwelche Leute noch ankommen und mir irgendwelche Glücksbringer über den Zaun schmeißen. Das kann schon sein. Vielleicht nehme ich auch einen davon. Aber nee, eigentlich bin ich nicht abergläubisch. Wir sprechen über Fußball. Wann entscheiden Sie über die Aufstellung? Sie haben ja jetzt größere Auswahl mit 23, die Sie schon mal mitbringen können. Das ist ja mal überragend. Das ist seit Jahren. Ich weiß gar nicht, das ist das letzte Mal eine sensationell gute Entscheidung von in dem Fall UEFA, weil ich hatte die Probleme jetzt wirklich schon häufiger, dass ich vor einem Finale irgendeinem Spieler immer sagen musste, völlig ohne wirkliche Begründung, dass er nicht im Kader ist. Also nicht so toll, das muss ich dieser nicht. Das entspannt die Lage total, aber Aufstellung, da habe ich ja noch ein paar Tage Zeit. Ich habe eine Idee, mal gucken, ob wir die auch nutzen. Und wie hart ist es zu sagen, du kannst nicht? Die sitzen ja da alle wie die kleinen Jungs. Ja, klar. Aber im Finale ist echt das größte Problem, dass jemand nicht im Kader sein kann. Weil Einwechslung, die Chance besteht ja immer noch. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also entweder man fängt an oder man hört auf. Also es ist bis am Anfang des Spiels auf dem Feld oder beim Ende. Beides ist relativ cool, wenn du es gewinnst. Und deshalb ist der Kader das größte Problem. Aufstellung kriegen wir hin. Wir werden eine haben. Letzte Frage. Sie können den Kopf ja nicht mitnehmen. Wie schaffen Sie es, das war meine Frage vorhin, Anfield und den Kopf mit nach Madrid zu nehmen? Ja, also wäre natürlich ganz cool, aber haben wir nicht drüber nachgedacht, wie wir das hinkriegen. Aber unsere Fans werden Gas geben. Unsere Auswärtsfans, das ist am Champions League, denen lag es noch nie. Aber wir haben die letzten zwei Champions League Auswärtsspiele waren die besten, die jene Mannschaft von mir gespielt haben. Also gegen Bayern und Barcelona, das war absolut außergewöhnlich. Und deshalb, wir können auch ohne die Kopf vor der Nase sehr, sehr ordentlich Fußball spielen.